Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz vom BVB Freie Wähler. Mit mir heute dabei Matthias Steffke, der stellvertretende Gruppensprecher und unser Mann für den BER. Wir haben Ihnen heute vorzustellen das Sondervotum der Gruppe BVB Freie Wähler zum Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses BER. Das ist ja eine never-ending Story und genau deswegen hat BVB Freie Wähler sich auch seit Jahren, man kann sagen seit Jahrzehnten, in dieses Thema hineingegraben und genau deswegen wollen wir auch mit einem qualifizierten Sondervotum hier diesen Untersuchungsausschuss abschließen und aus dem Sondervotum heraus, aber auch natürlich aus der Erfahrung und vor allem der Notwendigkeit der Betroffenheit der Bürger vor Ort, kommt auch der Antrag, den wir zum nächsten Plenum einbringen, nämlich nochmal das Thema Nachtflugverbot allen vor Augen zu führen, was dort geschuldet ist, was dort auch nötig ist. Und Sondervotum und Antrag wird Matthias Steffke vorstellen. Bitte schön. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite Ihnen einen schönen guten Tag. Ich freue mich, Ihnen hier heute Auszüge aus unserem Sondervotum zum Untersuchungsausschuss BER vorstellen zu können. Ich bitte um Verständnis, so war das letzte Woche auch, als Frau Wernicke das Sondervotum zum Corona-Untersuchungsausschuss 2 vorgestellt hat, dass wir es noch nicht austeilen können, weil erst heute Nachmittag es formal eingereicht wird und es guter Brauch ist, es nicht vorher öffentlich auszugeben. Aber Sie haben ganz gewiss Gelegenheit, unsere 40-seitige Dokumentation zu lesen und wir würden uns natürlich freuen, wenn es Ihr Interesse findet und auch Berichterstattung dazu stattfindet. Für mich persönlich, das sage ich mal, schließt sich zu dem Thema BER in gewisser Weise auch ein Kreis. Jetzt mit dem Sondervotum im Juni-Plenum. Ich bin 2000 mit meiner Familie von Berlin nach Blankenfelde-Marlow gezogen und bin dann durch einen Zufall mehr oder weniger an die größte Bürgerinitiative geraten, die sich damals dieses Themas angenommen hatte, die sich auf die Anhörung zu dem Planfeststellungsverfahren vorbereitet hatte. Das fand ja damals in Schöneweide statt, in den Rathenauhallen. Und diese Bürgerinitiative hat alles versucht, diesen falschen Standort, bis heute falschen Standort zu verhindern, bis hin zu der Klage beim Bundesverwaltungsgericht, der größten jemals von Privatpersonen eingereichten Klagen. 4000 Privatkläger haben damals versucht, das abzuwenden. Es ist leider nicht gelungen. Und nun darf ich hier im Juni-Plenum mit dem Sondervotum nochmal ein Fazit ziehen, wie sich das alles so mehr oder weniger dargestellt hat, was ich ja auch in den letzten fast 25 Jahren hautnah vor Ort miterlebt habe. Es gab, um nochmal so ein paar Fakten zu nennen, am 23. Februar 2022 den Einsetzungsbeschluss durch den Landtag. BVB Freie Wähler hatte in der Vergangenheit auch einen Untersuchungsausschuss zum BER gefordert, aber mangels unserer Möglichkeiten konnten wir das nicht durchsetzen, nur hat es eine andere politische Kraft in diesem Haus möglich machen können. Und am 6. Mai 2022 kam dann dieser Untersuchungsausschuss zu seiner ersten der konstituierenden Sitzung zusammen. Der Einsetzungsbeschluss sah einen Untersuchungsauftrag vor mit 167 Fragen zu 6 Themenkomplexen, die da lauteten: Flugrouten und Schallschutz, Finanzen, Technik und Baumängel, Standort, Flughafen, Umfeld, Planung, Errichtung und Inbetriebnahme, Aufsichtspflicht als Gesellschafter. Und all das sollte in verbleibenden 28 Monaten bearbeitet werden und im Detail untersucht werden. Und da ist natürlich, liegt auf der Hand, dass das nicht gelungen ist. Wir haben einige Themenbereiche nicht behandeln können aus Zeitgründen. Das ist der Bereich Standort und Flughafenumfeld und auch Planung, Errichtung und Inbetriebnahme. 2 Themenbereiche wurden dann thematisch noch zusammengezogen, Technik und Baumängel und die Aufsichtspflicht als Gesellschafter. Wir haben als BVB Freie Wähler Fraktion bzw. dann Gruppe über 40 Beweisanträge gestellt, um Akten beizuziehen und Zeugen zu vernehmen. Wir haben wirklich die angeforderten Unterlagen auch studiert, auch gelesen. Das ist die Frage, ob das die anderen Fraktionen in dem Umfang so gemacht haben wie wir. Ich melde da mal vorsichtig Zweifel an, aber gut, das muss jeder selbst für sich entscheiden, was er mit dem, was er anfordert, auch tut. Und es gibt jetzt natürlich auch die Frage, was ist das Fazit
aus diesem Untersuchungsausschuss. Also es bleibt dabei, es ist ein Desaster ohne Ende, was natürlich mit der falschen Standortentscheidung begonnen hat. Es gab ein Raumordnungsverfahren, was Schönefeld an die letzte Stelle gesetzt hatte. Trotzdem hat man Schönefeld genommen. Es gab Probleme fachlicher Art, dass hier eine Flughafengesellschaft den BR gebaut hat, die gar nicht dazu fachlich in der Lage war. Es gab die Probleme mit dem Planer, mit dem Generalplaner, der dann auch noch rausgeschmissen wurde. Es gab die Probleme der Kontrolle im Aufsichtsrat. Hier gab es ja eine Besetzung mit politischen Kräften, mit Ministern und Staatssekretären. Erst spät hat man dann herausgefunden, dass das besser wäre, dass das geändert wird. Es gab ein Häufchen Wechsel an der Spitze der Geschäftsführung. Das kennen Sie alles, wie viele Geschäftsführer sich daran versucht haben. Jeder Neue meinte, das Chaos ordnen zu können, was ihm aber letztlich nicht gelungen ist. Und gerichtet hat es dann letztlich Engelbert Lüttke-Dahldrup, der es geschafft hat, im Oktober den Flughafen an den Start zu bringen. Die massiven finanziellen Probleme haben ebenfalls eine Rolle gespielt. Ohne die Patronatserklärung der öffentlichen Gesellschafter für Kredite, für Darlehen, die gegeben wurden, letztendlich in Kapitalzuführung umgewandelt wurden, Grundstücksverkäufe, die in Größenordnung getätigt werden mussten und zu allem auch die notwendigen Zustimmungen der EU herbeizuführen. Ohne dies wäre die Flughafengesellschaft längst pleite. Das muss man einfach noch mal so feststellen. Ja, über diese schon bekannten Tatbestände hinaus will ich noch mal auf drei Punkte hinweisen, die aus unserer Sicht doch interessante Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses sind. Das eine ist, es wurde ja immer behauptet, Manfred Stolpe wurde im Rahmen des Konsensbeschlusses überstimmt von dem damaligen Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann und dem damaligen regierenden Bürgermeister Ewald Diepgen. Dafür haben wir in den Unterlagen, die wir abgefordert haben, keine Anhaltspunkte gefunden. Im Gegenteil, interessanterweise hat sich Brandenburg darauf vorbereitet, sich finanzielle Entschädigungen zahlen zu lassen dafür, dass man Schönefeld zustimmt. Und insofern kann man, glaube ich, mit Ende des Untersuchungsausschusses diese Legende nicht weiter verbreiten. Nein, Brandenburg, Manfred Stolpe ist nicht überstimmt worden. Jedenfalls gibt es dafür keine Anhaltspunkte in den Unterlagen, sondern er ist nach Bonn gereist, um etwas herauszuholen. Aber das ist ihm dann auch letztendlich nicht gelungen. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, das ist das mit den Flugrouten. Auch hier wissen diejenigen von Ihnen, die das Vorhaben lange begleiten. Es gab ja 2010, 2011 einen Aufschrei im Flughafenumfeld bis hin in den Süden Berlins nach Lichtenrade, als die Flugrouten dann bekannt gegeben wurden und die Betroffenheit auch bekannt wurde und wo dann alle Verantwortlichen gesagt haben, ups, jetzt diese 15 Grad abknickenden Flugrouten, das konnte man ja alles gar nichts vorhersehen, das hat die DFS jetzt in eigener Verantwortung entschieden, tut uns leid, aber das ist nicht wahr. Also mindestens seit den 90er Jahren hatte das zuständige Ministerium, damals hieß das Ministerium für Stadtentwicklung, Verkehr und Verkehr, MSBV, Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, hier sehr wohl Kenntnis davon, dass die Flugrouten mit 15 Grad Winkel abgeknickt werden müssen aufgrund der Lage der Start- und Landebahn aus Sicherheitsgründen. Und dann, als hier die Öffentlichkeit informiert wurde, kurz vor der damals geplanten Inbetriebnahme 2012, da entrüstet zu tun und überrascht zu tun, das gibt die Aktenlage auch nicht her. Nein, Ministerien, Verwaltungsstellen in Brandenburg waren sehr wohl davon informiert, dass es so kommen wird. Und das hätte man auch ehrlicherweise den
Betroffenen im Flughafenumfeld bis hin nach Berlin, in den Süden Berlins, sagen müssen. Und das war auch eine Frage, weil man es nicht gesagt hat, war eben die Möglichkeit für viele, sich in den Anhörungsprozess, in das Anhörungsverfahren einzubringen, nicht möglich. Sie wussten ja nicht, dass sie betroffen sein werden. Also insofern vielleicht auch ein gewisser politischer Schachzug, der da vollzogen wurde. Und der dritte Punkt, den ich hier auch nochmal aufrufen will, und den Rest bitte ich Sie dann in dem Sondervotum nochmal nachzulesen, und ich stehe Ihnen da auch gerne für Fragen später zur Verfügung, ist die Sache mit der angeblich überraschenden Absage der Eröffnung 2012 im Mai. Nein, es wurde nicht wenige Tage erst bekannt, sondern es war Wochen und Monate vorher den entsprechenden Stellen hier im Land Brandenburg bekannt, dass das nicht klappen kann, weil das Bauaufsichtsamt des Landkreises Dahme-Spree unter Leitung des inzwischen nicht mehr aktiven Landrats Loge ganz klar kommuniziert hat, so wie das jetzt aussieht auf der Baustelle, insbesondere mit dem Brandschutz, mit der Brandschutzanlage, die nicht funktioniert, werden wir keinen Stempel erteilen, um die Inbetriebnahme im Mai möglich zu machen. Und das war ja auch, was Politik und Flughafengesellschaft dann der Öffentlichkeit versucht haben zu erzählen. Ups, und jetzt so kurzfristig kriegen wir hier nicht die Genehmigung, also das konnten wir gar nicht ahnen. Nein, es war anders. Und es war auch so, dass 4 Wochen vor der ausgefallenen Eröffnung noch eine Arbeitsgruppe 14 Millionen Euro bewilligt hat, die verwendet werden sollten, um dieses Monster, diese Brandschutzanlage doch irgendwie in Betrieb zu gehen. Und da muss man sagen, alle, die was mit Auftragsvergaben zu tun hatten bisher, das konnte doch nicht funktionieren, innerhalb von 4 Wochen solch einen 2-Stellen-Millionen-Betrag noch in Umsetzung zu bringen und zu erreichen, dass diese Brandschutzanlage noch funktioniert. Und das sind jetzt mal so die 3 Punkte, die ich hier aus dem Sondervotum herausgreifen wollte und Ihnen vorstellen wollte. Also der Konsensbeschluss, die Standortentscheidung, die Flugrouten und die angeblich überraschende Absage des Eröffnungstermins. Da haben sich in diesem Untersuchungsausschuss doch andere Sachlagen für uns ergeben. Da wir ein bisschen unter Zeitdruck stehen, will ich dann noch übergehen zu dem Antrag, der Ihnen ja ausgeteilt wurde. Der ist nämlich ein Ausschluss aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses. Sie können sich vielleicht noch erinnern, dass wir im Dezember vergangenen Jahres einen Antrag in den Landtag eingebracht hatten mit dem Titel "Erfolgreiches Volksbegehren zum Nachtflugverbot am BER nach 10 Jahren endlich in Umsetzung bringen", wo wir noch angeregt hatten, dass man über die Gesellschafterversammlung, über Gespräche der gemeinsamen Kabinettssitzung von Berlin und Brandenburg und versuchen sollte, dieses erfolgreiche Volksbegehren in Umsetzung zu bringen. Also ein absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr wirklich durchzusetzen. Was haben wir da alles im Landtag in der Debatte dazu gehört? Nein, das geht nicht und das ist so schwierig. Und was haben wir in den Unterlagen des Untersuchungsausschusses auch noch dazu gefunden? Das ist ein bemerkenswertes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2011, in dem auch noch mal auf ein vorhergehendes Urteil 2006 hingewiesen wurde, wo nämlich gesagt wurde, man kann sehr wohl zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm noch weitergehende Schutzbestimmungen erlassen, Schutzregelungen treffen, bis hin zu einer, Zitat, teilweisen Aufhebung der Regelung zum Flugbetrieb. Das beinhaltet also auch die Nachtflugregelung. Und wir wollen mit diesem Antrag jetzt nochmal letztmalig in dieser Legislaturperiode den Versuch unternehmen, Brandenburg, die Landesregierung aufzufordern, hier die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und das Verfahren für ein absolutes Nachtflugverbot anzustoßen. Ich hatte ja mal eine kleine Anfrage gemacht, welche Größenordnung umsatzmäßig für die Flughafengesellschaft das bedeuten würde, ob es ein signifikanter Millionenbetrag wäre, der momentan von der Flughafengesellschaft gar nicht zu stemmen wäre. Wirtschaftsminister Steinbach hatte mir damals so sinngemäß beantwortet, also
der Umsatz aus dem Nachtflug ist zu vernachlässigen, ist nicht relevant. Bis heute wissen wir nicht genau, wie hoch der Umsatz in der Nacht ist, welcher er gemacht wird. Ich habe nur neulich gehört, im Unterausschuss, Haushaltsfinanzausschuss zum BER, da hatte ich Frau von Massenbach gefragt, was denn jetzt der Wegfall der Postflüge in der Nacht an Umsatzeinbußen für die Flughafengesellschaft bedeuten. Da hatte sie mir 500.000 Euro gesagt. Es wäre schon mal interessant zu wissen, wie viel Umsatz wird aus dem sonstigen Nachtflug generiert und dann für Brandenburg und alle Gesellschafter zu entscheiden, können wir unter diesem Aspekt nicht doch auch ein absolutes Nachtflugverbot verantworten zum Schutz der Menschen, die hier wirklich, und ich bin jemand, der in Blankenfelde jeden Tag erheblich darunter leidet, was für ein Fluglärm ist, ob man das nicht doch durchsetzen kann. So, insofern will ich jetzt mal beenden und stehe für Ihre Nachfragen bereit. Wir haben etwas später begonnen und Ihre Fragen, bitte schön. Danke. Herr Steffke, würden Sie, wenn Ihnen jemand gegenüber Ihnen sagen würde oder behaupten würde, dass neben der Bildungskatastrophe dieser Flughafen das größte Beispiel für Staatsversagen der vergangenen Jahrzehnte ist, wie würden Sie das kommentieren, wenn Sie aufgefordert wären, das zu kommentieren? Ja, das kann man so sehen. Sehr schön. Herr Steffel, kurze Frage zu dem Nachtflugverbot. Haben Sie denn eine Übersicht, wie viele Flüge im Moment zwischen 5 und 6 und zwischen Mitternacht, zwischen 22 Uhr und Mitternacht im Moment gerade sozusagen stattfinden? Also wie akut ist das Problem? Weil es hieß auch mal, dass zwischen 5 und 6 kaum noch Flüge stattfinden. Wie sehr ist das sozusagen für die Bürger ein Problem? Also ich habe jetzt die Zahlen, die Statistik nicht dabei, aber ich wohne direkt unter der Flugroute und ich kann Ihnen sagen, mein Schlafzimmer findet sich im Dachgeschoss. Gefühlt sind es zu viele Flüge und die Matz in Zossen, die berichtet regelmäßig darüber, wie schwierig das für das Flughafenumfeld, insbesondere Blankenfelde-Marlow ist, durch die Nachtflüge auch. Also ich müsste das nachreichen, ich habe jetzt keine Stückzahlen für Sie, aber es finden noch bis in den späten Abend, bis in die zulässige Zeit, 23.30 Uhr und morgens ab 5.30 Uhr jede Menge Flüge statt. Richter? Nein, bitte. Oder wolltest du? Nee, ich wollte gar nichts. Auch dazu nochmal generelle Einschätzung. Sie sagen, Sie kriegen das richtig direkt mit, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Debatte ist so ein bisschen vorbeigezogen über diese ganze Aufregung. Leute können nicht mehr schlafen, Immobilienpreise sinken. Das ist ja in der Form, also gerade was die Immobilienpreise betrifft, nicht eingetreten. Also ist die Debatte vielleicht einfach jetzt ein bisschen, sind Sie hinter der Welle sozusagen? Naja, meine Wahrnehmung ist eine andere. Bei mir im Wahlkreisbüro gibt es immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die aufschlagen und sagen, kannst du uns helfen, gegenüber der Flughafengesellschaft endlich unseren Schallschutz zu bekommen? Ich spreche mit Menschen, die das ebenfalls unerträglich finden, wie die Fluglärmbelastung ist. Mit den Grundstückskäufen ist ein separates Thema. Mich erstaunt das auch, welcher Bau immer noch stattfindet, auch in meiner Gemeinde. Das werden immer wieder Lückenbebauungen durchgeführt. Es werden größere Bauvorhaben, Wohnsiedlungen geplant. Ich kann das nicht verstehen, aber das ist natürlich eine Frage, die der Markt auch regelt, wenn ich da ein Haus hinstelle und zum Verkauf anbiete und Menschen kaufen das. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er das möchte, ob der Preis die Beeinträchtigung der Gesundheit und der Lebensqualität wirklich rechtfertigt. Also ich sag mal, die Außengrundstücke eines Wohngrundstücks sind wirklich in vielen Bereichen meiner Gemeinde, und über die kann ich vor allen Dingen sprechen, nicht mehr nutzbar. Es ist unerträglich. Ich lade Sie gerne auf meine Terrasse ein zu bestimmten Zeiten, dann können Sie sich das anhören. Ich übertreibe nicht, sondern es ist so. Und die Medien berichten ja auch regelmäßig noch darüber. Also es ist nicht so, dass das Thema tot ist und dass alle jetzt zufrieden sind und sagen, wir haben uns arrangiert und wir leben jetzt damit. Nein, so ist es nicht. Ganz bestimmt nicht. Dann vielen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.